Moin Chefs, willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich bin's wieder, euer Matt Baron, und ich suche jetzt erstmal ein Auto, ey. Das kann doch nicht sein, dass sie mir alle meine Karren klauen. Ich will doch nur da oben. Haben die wirklich keine Autos hier? Da muss doch hier gegenüber von mir ein Auto sein. Hallo, wo ist die Karre? Ah, oh, da ist sie ja, da ist sie ja. Ich habe mich übrigens beinahe in diese Knarre verliebt. Also die macht schon relativ viel Schaden. Irgendwie so grob in eine Richtung zielen und dann so ein bisschen treffen und dann hat man den Gegner schon tot eigentlich. So, ach, die Geschichte war das. Nee, ich will nicht die Gesucht-Bla-Aufgabe machen. Ich möchte hier raus. In diese Richtung. Hm. Schön durch den Dschungel fahren. Ist immer schön. Ja, durch den Dschungel. Durch den Dschungel. Jetzt erstmal da links und dann aufpassen und Obacht und. Muss man hier auch lang nicht? Wo ist hier noch los? Ach Gott, kann doch nicht sein. Ist hier ein Berg hoch? Oh meine Fresse, da will ich aber nicht. Oh. Ja, dann gehen wir mal hier so rauf. Und die Musik wird auch schon mal wieder so bedrohlich. Ja, wird jetzt hier gefährlich. Moin, bin der Mad Baron. Wird gefährlich, Tag. Gehen wir mal hier so durch diese Lücke. Da. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja. Jawollo, schaut mal. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Relikt. Sieht doch schon so aus. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Hallo, das ist doch so mobil hier. Ha! Wieso geht das nicht kaputt? Ja, ist für die Ewigkeit gebaut. Dann nicht. Dann bleibe ich eben armer Farmer. Und verdiene keine Brötchen und bin sowieso unglücklich den ganzen Tag. So, kommt man da hoch? Oder ist dir das zu steil, Jason? Kannst du auch ein bisschen in der Hocke gehen, dann kommst du da rauf. Jeder normale Mensch würde hier raufklettern können. Jeder. Einfach so in die Hocke und dann rauf. Kraxeln nennt sich sowas. Nö. Jason nicht. Jason ist da ein bisschen zu... Der ist Pussy, das ist Kaiba. Das ist Kaiba und Leonardo DiCaprio in einer Person. Hm. Wer schon eine Frau auf so eine Tür lässt und dann wartet. Ne. Das hätte doch locker für zwei gereicht. Locker. Wenn nicht noch für mehr. Hätten wir noch mehr geholt. Und dann wäre fertig gewesen. Zum Paddel dann, sich da raus manövrieren. Ja, das hätte funktioniert. So. Wenn jetzt kein böser Mann mit dem Auto vorfährt, ist das hier eigentlich eine relativ günstige Situation für mich. Normalerweise müssten diese ganzen Gangster jetzt eigentlich alarmiert sein, weil die Möwen hier hochgeflogen sind. Aber sind die nicht, sind die nicht. So, was haben wir denn? Sniper, da oben am Pier 2, hier auch nochmal einer und davor nicht. Das muss doch irgendwie zu machen sein, so. Dann wollen wir mal. Moin. So. Ach, sind sie in Alarmbereitschaft? Tag. Hier sind sie nicht. Wieso? Ja, so geht das. Wichtig ist, dass der Sniper stirbt. Ich kann jetzt aber auch gerade nicht ausmachen, ob ich vor oder hinter den Sniper schieße. Ja, sie haben mich. Sie haben mich. Sie haben mich. Ja. Das ist die Würze in meinem Leben. Ja, so kann man das nennen. Headshot! So, wo seid ihr denn, meine Freunde? Hier du und dann brennst du und niemand mag dich und ich brenne auch noch. Ist doch das Feuer. Jason! Jason! Das tut nicht weh! Er ist so eine kleine Mimose, ne? Er ist doch so eine kleine Mimose. Da muss ich ihm anrechnen. Jason, der ist so ein bisschen zurückgeblieben, der Mann. So, dann wollen wir nochmal gucken, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen. So, zack, 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 zack. Wollen wir uns mal hinstellen. Hier, guck mal, da unten ist auch noch einer. Und hier, zack, bla, und überall. Wichtig ist, dass der Sniper liegt. Ha! Und sogar noch mit Achievement. Ich krieg zu viel. So, du hast bestimmt auch keine Freunde, mit denen du regelmäßig redest. Dann kannst du auch sterben. So. Hey!
Ah, okay. Der auch noch weg. Und der hier. Das ist so irgendwie gemein hier, ne? Wie ich über menschliche Schicksale richte. Aber ihr seid Piraten. Wer hat denn hier auf Verstärkung gedrückt? Ich hab hier alles... ich hab hier doch alles kaputt gemacht, Mann. Ich hab doch nicht gesehen, dass da jemand ist. Da hat keiner auf den Alarmknopf gedrückt. Nein. Mann, die schon pro forma, das können die mit ihrer geistigen Aura. Mehr brauchen die dafür nicht. Wir müssen nur überlegen. Ja, ich könnte theoretisch in den nächsten 20 Sekunden irgendwie auf Verstärkung drücken und dann kommen die alle. Die müssen noch nicht mehr gedrückt haben. So, moin. Hast gut gemacht, Freund. Okay. Das Tigerkäfig hier. Ah, ne, Hunde. Ja, die bringen mir nichts. Ja, moin. Hab was für euch. Was macht ihr denn da im Wasser, Mensch, Jungs? Vollidioten. Ja, das ist aber auch ganz ehrlich. Vars hat teilweise richtige Vollhorst hier rekrutiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er da hätte auch bessere Entscheidungen treffen können. Die immer nur so Vollidioten, die er hier hinstellt. Guck mal hier. Irgendwelche Menschen, denen ihre Molotow-Cocktails aus den Fingern glitschen. Sowas. Ja, so. Ja, was ist jetzt los? Habe ich es geschafft oder was ist da... was falsch? Ich kann da raufklettern. So. Jetzt der Highlander. Ah, da kommen sie. Da kommen sie. Mit dem Boot. Moin. Jetzt wird das ja nochmal belastend hier für mich. So. Na, kriegen wir aber hin. So, wenn du nicht die ganze Zeit mit Nachladen beschäftigt bist und nicht mal eine Runde heilst, dann ist alles in Ordnung. So, zack. Ha. Schau doch mal. Das klappt doch. Und das ist gar nicht mal so schwer. Pass auf. So, du gehst jetzt da hin und schießt den um und den auch noch. Zack, 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 zack. Und jetzt muss ich wieder heilen, weil du dreimal getroffen wurdest. Oh, du tut mir aber leid. So. Und weg mit dir. Schlitzing Grinsen, Gringo. So, jetzt ist aber vorbei hier. Ihr mit eurer Vorschultruppe, ihr könnt mir gar nichts. So, das hätten wir geschafft. Außenposten befreit. Gab jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte, weil entdeckt worden, aber... mir ist sowas von egal. So, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Gehen wir mal gleich da hin. So. Machen wir mal gleich alles hier. Hehe. Kommen wir denn da lang? Och Leute, ihr habt euch jetzt nicht wirklich hier hingestellt, wo ich... ja, shit, scheiße, verpisst euch da doch mal. Ey, boah, ich hasse diese dämlichen NPCs in solchen Spielen. Ja, wir helfen dir, wir helfen, wir helfen. Ihr helft überhaupt nicht. Ihr seid einfach nur eine Behinderung für mich. Ihr seid einfach ein Haufen von Vollidioten. Die anderen Leute, die Gegner, hier, künstliche Intelligenz. Die Gegner sind da voller GSG-9 Leute, ne? KSK, all sowas haben die, der Fremdenlegion, die sind alle stark. Und ich habe hier Chief Wiggum an der Seite. Wie soll das denn klappen? Das fühlt sich an wie League of Legends. Enemy Team, My Team. Ihr wisst schon, was los ist. Kennt ihr, kennt jeder von euch, ist hier genauso. Ja, das war mein Senf. Mein Senf. Na, guck mal, da hinten ist es doch schon. Warte mal. Wieso bist du jetzt raus? Ich habe F gedrückt. Nicht E. Hey, du doofer Kerl. Warum machst du das so einfach? Das tut man nicht. Und so parken. Schlecht für die Natur. Hast du gesehen, wie die getanzt hat? Bau, 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 bau. Ah, dann setzen wir mal zurück und gehen hier runter und driften eine Runde und fahren volles Mett dahin. Das ist ein halber Kilometer. Ich bin froh, dass sie hier Meterangaben haben. Deswegen mag ich deutsche Spiele. Ja, Meterangaben. Von mir aus auch kanadische Spiele.
Ihr seid echt genial, Leute. Ihr seid wirklich genial. Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Die Piraten werden alle verrecken, ne? Ja, weil du so intelligent bist und dein Auto da so geparkt hast. Bist schon ein richtig geiler Freier, so. Wo bist du an? Oh Gott. Ja, das tut jetzt ein bisschen weh. Aber schaut mal. So, jetzt könnt ihr wieder damit fahren. Was bin ich denn nett? Nein, bei sowas bin ich dann wieder der Böse. Ich erinnere mich an die Szene mit dem Leoparden, wo ich die alle gerettet habe und auf einmal meinten die, nee, ich bring dich um. Dreiste Penner, alles hier. Schweine. Alles frech. Alles mega frech. Macht man nicht. So, damit wir diesen Part auch noch voll kriegen, gehen wir jetzt da schön ins neue Lager und gucken mal, was da so los ist. Hi, ich bin der Mad-Baron. Einfach mal mich so vorstellen. Guten Tag, so mit Handschlag. Ich glaube, die haben dann Luft in der Leitung. Warum eigentlich? Sehen die eigentlich von Weitem, dass ich ein Böser bin? Wahrscheinlich nicht. Oder die haben von was so einen Steckbrief gekriegt. Da steht dann drin, der Mad-Baron. Der ist böse. So, jetzt kriege ich dich. Jetzt kriege ich euch alle hier. Euch alle lang. Ist ja eigentlich fast die gleiche Ausgangssituation, ne? Im Prinzip. Sniper. Kann doch nicht sein. Ein Sniper und ein so ein... Das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Ah, da ist noch ein Sniper. Ah, dann. Oh, warte mal. Gut, dann wollen wir uns mal hier so hinknien. That's what she said. Und dann... Au, da tut dir die Hüfte weh, wa? Hey. Ach, jetzt kommen sie wieder und wollen einen auf Lauten machen. Okay. Was? Der hat mich doch gar nicht getroffen auf die Entfernung. Meine Güte, nö, das geht doch nicht. Oh Mann. Ja, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen intelligenter. Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt ein bisschen mit Grips. So. Aber wie viele Leute da einfach aus dem Bunker kamen auf einmal. Ja, moin, ich bin auch noch der Tag. Die habe ich vorher alle nicht gesehen. Die waren vorher alle weg. Die auch nicht gesehen, ne? Hier sind zwei, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ich probiere jetzt einfach mal was. Da ist ein Bär. Bär ist schwer. Und sie versuchen jetzt alle den Bären umzubringen. Aber sie merken nicht, dass die wahre Bedrohung ganz woanders liegt. Der Bär. Bär der Jahreszeit. Los, Bär. Friss sie. Und gerade jetzt muss natürlich so ein Patrouillenfahrzeug da ankommen, ne? Oh nein. Wieso haben sie mich gesehen? Der Bär war doch Ablenkung genug. Volle Wurst. Jetzt machen sie wieder einen auf Alarm. Wir sind in einer halben Minute da. Ihr scheiß Sniper hier, ne? Camper. Ihr habt es nicht anders verdient. So, Heilung. Zack. Bevor ich hier wieder den Arsch zumache. So. Okay. Okay. Granate habe ich nicht mehr. Wieso ist er denn nicht auf dem Auto geblieben? Ich glaube, das wäre um einiges intelligenter gewesen. So, dann wollen wir uns mal heilen. Und hauen mal richtig schön gegen diesen Wellblechzaun hier. So. Vorsichtig, nicht gegen diesen Eimer schießen. Nicht gegen den Eimer. Okay. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Ah! Wo kommst du denn her auf einmal? Ernie! Er springt einfach mal durchs Haus hier und knüppelt mich um. Ja, moin. Was machst du denn jetzt? Jason, lass das sein! Mann! Ah!
Und jetzt so noch nachladen. Ja, schön. Meine Güte, Jason. Du bist auch nicht für den Dschungel geboren hier, ne? Ja, das ist neu hier. Das kann ich noch nicht. So, wie machen wir das jetzt am liebsten? Okay, zack. Hilfe! So. Was warst du jetzt, ne? Nein, es kommt noch ein Verstärkungstrupp. Ja, wundervoll. Von Norden. Ah, ja. Und noch einer. Da hinten der. Ja, guten Tag. Hier ist auch noch einer. Moin. Ganz spannend. Und jetzt? Die haben neue Animationen hier. Das finde ich super. Das macht Spaß. Dann ist das Spiel nochmal neu. So. Und dicker. Ein dicker Tank. Ein Tank. Der mit seiner scheiß Rüstung da. Mr. T. Ja, Tag. Trotzdem keine Chance gegen mich. Pass mal auf. Wir haben nämlich was Neues hier. Guck mal. Das da. Wo bist du denn? Schatzi. Oh, meine Fresse. Wie viel braucht der denn? Komm mal her. Wo ist denn dein Kopf? So. Viel besser. Ja. Ne, meine neue Sommerresidenz. Moin. Bin ja froh drum. Da habe ich viel Geld für bezahlt. So. Und bevor dieser Part Überlänge kriegt, ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ja, jetzt hier, wo Homer Simpson ankommt. Polizeibulle. Mhm. Da wollte ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Far Cry 3. Bis dann.